Ich bin am Bodensee angekommen und es war eine wunderschöne Fahrt durch schöne Landschaft und man sieht das, glaube ich, jetzt nicht so gut, weil es schon dunkel ist, aber es ist wunderschön hier. Ich bin also sprachlos. Es ist ein riesengroßer See und er macht trotzdem so Meeresrauschen-Geräusche. Das ist echt irgendwie ziemlich grell, das Licht, aber ich mache es trotzdem. Und zwar, das ist die zweite Nacht in meinem Bulli und heute schlafe ich nicht oben, sondern mal unten. Einfach aus dem Grund, weil ich nämlich das Dach gar nicht alleine hochgekriegt habe, dieses Aufstelldach. Das ist so schwer. Ich habe es echt nicht hochgekriegt. Das war, ja, ich glaube, das muss man echt zu zweit machen. Aber es gibt noch irgendeinen Trick, den ich noch rausfinden muss. Auf jeden Fall liege ich jetzt unten. Schaut. Also das ist jetzt unten. Quasi, ne? Hier ist Wauzi. Da Gardinen zugezogen. Küche und so. Und gestern habe ich ja da oben geschlafen. Ja, und jetzt liege ich hier unten. Und ich muss gleich schon sagen, obwohl das ja jetzt eigentlich unfreiwillig war, das ist hier unten viel bequemer. Also die Matratze ist angenehmer und irgendwie ist es angenehmer, dass oben mehr Platz ist und mehr Luft ist. Und ja, ich wollte mich eigentlich sträuben, hier unten zu schlafen, weil ich keinen Bock habe, erstens auf dem Motor zu schlafen. Ich finde die Vorstellung irgendwie schräg, weil unter mir ist der Motor. Ich muss ja dann ständig die Couch immer wieder zurückklappen, wisst ihr? Und ich hatte mir das eigentlich so schön gedacht, dass ich hinter der Couch Stauraum habe. Aber wenn man das dann alles so aufklappt hier, ne, dann ist das quasi so eine Liegefläche. Und dann ist da hinten ja kein Stauraum mehr Platz. Also das würde bedeuten, dass ich ja jetzt dann echt jeden Abend und morgen komplett umräumen muss. Und vor allem finde ich das dann auch so schade, weil das Aufstelldach ja oben dann im Prinzip nicht genutzt wird, weil da kannst du ja nichts verstauen, weil du musst ja dann, wenn du fährst, das Klappdach runter machen, also das kannst du ja nur aufstellen, wenn du stehst, und deswegen ist es dann so verschwendeter Raum, ne? Naja, ist ja erst der zweite Tag. Genau, auf jeden Fall habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich heute noch besser schlafe und bin jetzt auf einem Campingplatz am Bodensee und fühle mich auch viel sicherer und ja. Es ist, also was ich jetzt bei Nacht gesehen habe, wunderschön und freue mich jetzt echt auf die nächsten Tage hier. Ich gehe jetzt schlafen. Tschüss. Guten Morgen. Das ist Tag 3 von meinem neuen Bulli-Leben. Diese Nacht habe ich besser geschlafen. Das war angenehmer. Ich habe mich sicherer gefühlt auf dem Campingplatz. Ich habe unten geschlafen, nicht mehr oben unter dem Dach. Das war irgendwie angenehmer. Und habe jetzt endlich mal echt irgendwie so 7 Stunden am Stück geschlafen. Das ist Luxus nach den letzten 3 Wochen so kaum Schlaf. Ich bin jetzt hier am Campingplatz am Bodensee Iriswiesen. Ist ganz nett, also sehr hundefreundlich, das war mir ja wichtig. Hunde laufen dort rum, das finde ich total toll. Und man kommt aus dem Campingplatz quasi raus. Hinter mir, seht ihr das? Da so ungefähr. Da ist der Ausgang und man ist quasi dann direkt hier auf diesen Wiesen und da hinten gibt es Wald. Das ist so perfekt und ich liebe das ja sowieso, wenn die Natur um mich herum ist. Und für die Folters, für meinen Hund, ist das auch super, weil wir dann direkt morgens hier echt aus dem Bulli raus direkt auf die Wiesen, Wald und spazieren gehen können. Okay, ich wollte jetzt gerade hier im Wald spazieren gehen und was sehe ich hier? Wow! Ein Kletterpark.
da sehen wir uns vielleicht dann nochmal, ja? Habe ich schon gute Fang gemacht. Spannend, jetzt kriege ich meinen Platz zugewiesen. Oh, ich sehe mich ja jetzt das erste Mal im Spiegel. Ich bin total verschmiert. Also ist das, ne? Jetzt hat man gar nicht mehr hier so viel die Möglichkeit, sich im Spiegel anzugucken. Ist aber gar nicht schlimm. So, jetzt war ich hier die ganze Zeit auf einem Warteplatz. War auch ganz nett, war ganz okay. Hier ist halt echt so ein Kommen und Gehen. Aber die sind hier dafür auch ganz locker drauf und ganz flexibel. Und jetzt fahre ich dem gleich hinterher. Der fährt mit dem Fahrrad hinterher und jetzt kriege ich meinen Platz. Rückwärts reinfahren, ne? Egal. Ist egal. Okay, und Strom ist da, ja? Ja, ja. Danke. Ich habe einen Platz. Hm. Hallo. Na doch, ich gehe mal rückwärts rein, oder? Oh, jetzt habe ich die Gardinen hinten aber zu. Die muss ich erst aufmachen. Dann sehe ich ja nichts. Oh, ein schönes Plätzchen habe ich gefunden. Ich habe einen Platz zugewiesen bekommen und der ist echt genau am Wasser, weil der ist schon ziemlich groß, der Campingplatz, und ich stand die ganze Zeit ganz am Anfang quasi und jetzt bin ich ganz, naja, wie man es nimmt, ganz am Ende. Und direkt hinter mir, ich weiß nicht, ob man es sieht, da ist nämlich schon direkt das Wasser. Total cool. Ja, ich freue mich. Da muss man nämlich einfach nur durchlaufen und dann ist man schon da. Voll cool. Und sogar habe ich hier ein Schattenplätzchen. Also hier ist nämlich direkt ein Baum. Und seht ihr? Und deswegen habe ich hier echt viel Schatten auch. Also das ist nämlich hier auch nicht überall. Also es gibt auch ganz viele Plätze, wo man komplett in der Sonne dann steht. Also das ist echt mega cool. Voll Glück gehabt mit dem Platz. Voll schön. Freue mich. Los kann's gehen. Ich bin ganz happy jetzt mit meinem Platz hier. Ja, habe ein wirklich nettes Plätzchen gefunden und auch schon ganz tolle Leute hier neben mir jetzt kennengelernt, die mir geholfen haben, weil ich noch gar nicht wusste, wie das geht mit dem Strom, dass man da zwei verschiedene Stecker braucht. Das geht gar nicht mit einem normalen Verlängerungskabel und ja, muss man erstmal alles lernen, ne? Und die Maus hat auch schon ihren Platz gefunden, hier schön im Schatten. Genau, jetzt kommt gleich noch einer und schließt mir tatsächlich dann den Strom an. Und ja, die Sonne scheint und laut Wetterbericht soll es jetzt bald gar nicht mehr so schön sein. Deswegen werde ich jetzt ein Bikini anziehen und los geht's an den Strand vom Bodensee. So sieht ein glücklicher Hund aus. Wolters fühlt sich auch pudelwohl. Hat sich gerade gewälzt und geregelt und gestreckt. Ich glaube, das Leben in der Freiheit und Wildnis gefällt ihr auch total gut. Und ich glaube, da kommt der Manni wieder, der andere Bulli-Fahrer mit seinem Hallo, Manfred, Manni. Schon vermisst. Der Manni aus Mannheim, der mir geholfen hat, dieses Dach hier hochzuhieben. Der hat exakt genau den gleichen, nur in Orange. Hallo, Manni. Hallo. Hallo. Na, wir gehen jetzt an den Strand. Ja. Ja. Ich wollte Ihnen mal den Platz zeigen. Ja. Das ist ja registriert in dem Buch. Ah. Euro Irisch Wiesen. Mhm. Ja, genau. Ich gucke das immer im Internet, ne? Ja. Mhm. Genau. Ich habe keinen Computer. Ja. Habe ich das schon gesehen? Habe ich schon den Platz schon eingetippt? Genau, da habe ich habe einfach im Internet gesucht nach ja? Campingplatz, wo man mit Hund sein darf und ja? willkommen ist und schwimmen darf. Und dann kam Iris Wiese raus. Ach so, ja, Anna kennt sich ja aus. Ja, ja, genau. Brauche ich Ihnen ja nicht groß was zu zeigen. Das ist ganz lieb. Aber ich gucke das immer im Internet, weil ja. Das ist ja auch schon von 2007. Da hat sich ja auch wieder ganz viel geändert, ne? Ja, ja. 2007, ja. Ja, 7. Ja, mhm.
So, wir gehen jetzt mal an den Strand. Bitte? Wir gehen jetzt mal an den Strand hier.